Yeah, Leute! EAFC 24 ist draußen und in diesem FIFA oder allgemein dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, mehr Vlogs zu machen. Deswegen haben wir heute einen ganz entspannten Stadion-Vlog. Wir sind gerade im Auto, wir fahren gerade zum Spiel hin. Es ist noch ein bisschen Zeit, es ist gerade 6:45 erst. Oder wir sind erst 6:45 da, das Spiel fängt erst 20:30 an. Und Leute, ich muss offen ehrlich zugeben, ich habe lange kein Spiel mehr in Flutlicht gesehen. Yes, Leute, wenn euch das Ganze gefällt, wenn ihr mehr Stadion-Vlogs sehen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne, welche Spiele ihr am liebsten sehen wollen würdet. Also ich sage, ihr wisst, wie der ganze Hase läuft, ne? Daumen nach oben da lassen, supporten, kommentieren, Liebe da lassen. Und wir müssen davor noch ein, zwei kleine Besorgungen machen, bevor wir zum Spiel losfahren. Deswegen sind wir ausnahmsweise mal pünktlich. Ich bin nicht alleine, neben mir ist ein alter Schulkamerade von mir, Chill mit Side-Eye und so. Ein sehr, sehr konzentrierter Fahrer auf jeden Fall. Ich sage ehrlich, ihm vertraue ich mein Leben. Guck nicht mal jetzt vor Zeit, oder lächeln oder nichts. Alright, Leute, sind angekommen. Wir sind hier im Drogerie-Fachmarkthandel. Eigentlich wollte ich zu Rossmann, wenn ich ehrlich bin. Schreibt mal in die Kommentare, wo ihr mal einkaufen geht. Rossmann, Butni oder DM oder was es sonst noch gibt. Also Leute, ich suche Handcreme. Ich frage mal kurz einmal jemanden. Entschuldigung, wo finde ich die Handcreme? Haben wir hier zwei, oder? Jo. Oh, perfekt, danke. So Leute, welche Handcreme ist am besten? Handcreme-Profis gefragt. Ich sag ehrlich, eigentlich hole ich immer No-Name. Und ich hole immer das mit diese Mandelöl und Walnuss und so, weil ich habe sehr trockene Hände und sehr trockene Hände. Ist auf jeden Fall nicht gut. Es gibt zwei Arten von Menschen. Einmal die Handcreme kaufen und einmal die Honigreiswaffeln kaufen. Naja. Jo, ist auf jeden Fall immer ein Vibe, bis der Pauli durchzulaufen. Viele Leute. Ehrlich, ein sehr, sehr witziger Stadtteil eigentlich. Das hier wird doch ein einfaches Fußballstadion, das hat auf jeden Fall übel Vibes. Wer heute gewinnt? Jo. Also nach den rassistischen Ausfällen des Schalke-Managers vor einiger Zeit hoffe ich natürlich, dass St. Pauli wenigstens 3-0 gewinnt. Ein bisschen mehr wäre noch besser. Das ist eine Leistung auf jeden Fall. So, ihr habt gehört, mindestens 3-0 für Pauli, weil der Schalke-Manager rassistisch sein soll. Ich habe davon nie was gehört, deswegen kann ich es nicht unterschreiben. Aber versteht mich nicht falsch, Leute, ich bin kein St. Pauli-Fan. Ne? Alright, Leute, wir sind drin. Wer ist da? Achso, guck. Er kennt wieder Gott und die Welt. So, wer gewinnt heute? Hä? Wer gewinnt heute? Bruder, wer spielt heute? Gute Frage, nächste Frage. Ja, Pauli auf jeden Fall, Bruder. Auf jeden Fall Pauli, Digga. Wer trifft heute alles? Ich kenne nicht mal einen Spieler, Bruder. Wie bitte? Mägle, Thomas Mägle trifft. Thomas Mägle. Ja, man, kennst du den? Spielt er überhaupt noch aktiv? Oh, Bruder, bist du Insider, Digga. Bist gut, Digga. Oh, Mensch. Du, Bruder. Na, aber erzähl mal, wie kommst du, dass du hier bist? Warum ich hier bin? Ja. Bruder, ich verkaufe Toiletten, Digga. Toiletten? Ja, Mann. Ehrlich? Ja, Mann. Super Vertriebler. Ja. Okay. Ja, Mann. Die sagen so, du suchst eigentlich welche Kunden, weißt du? Ich weiß gar nicht, wo meine Kunden sind. Ich habe immer drei Karten. Die stehen jetzt vor der Tür. Alles gut. Ja, feier ich. Geiler Typ auf jeden Fall. Feier ich auch. Ja, Mann. Du bist ein geiler Typ. Hey, Leute, wir haben Essen. Sehr, sehr importante. Jetzt brauchen wir noch was zu sippen. Und da sind wir cool. Da sind wir sehr, sehr cool. Hier sind auch Drinks. Baba. So, Leute, wir haben den Spielplan. Ihr seht es, Marcel Harte, Kapitän. Auch vielen lieben Dank, dass du es möglich gemacht hast. Sehr, sehr korrekter Typ, auf jeden Fall sehr, sehr lieb. Der klärt mir mal die Karten hier für die Heimspiele. Deswegen ist auch sein Trikot bei mir im Hintergrund. Der Kollege kommt einfach mit Honigwaffeln zur VIP-Section, obwohl es hier weit und breit überall Essen gibt. Busy Mann, busy Mann, busy Mann. Aber Leute, ich hoffe, es wollt ihr ein sehr gutes Spiel sehen. Viele Tore, viele coole Aktionen. Ich versuche so gut wie es geht zu filmen. Ich habe noch nicht oft Stadion-Vlogs gemacht, deswegen, wenn nicht alles 1A ist, nimmt es mir nicht übel. Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Erfahrung hier zu chillen, auf jeden Fall. Ja. Auch wenn es ein bisschen laut ist, ein bisschen ungemütlich. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Alright, Leute. Das ist hart. Das ist hart. Das ist eine sehr, sehr harte Kurve. Weil die Choreo noch einfach offen, Mann. Krass. Ja,
Also heute sehr, sehr schwieriges Spielstand jetzt. Ja, wenige Torchancen. Schalke macht das echt gut. Ja, spielen glaube ich sogar Fünferkette, muss ich gleich nochmal. Ich glaube, mit Fünferkette was zu spielen. Ich habe die Ausstellung noch nicht gesehen. Schade. Komm, komm, außen, außen. Stark gesehen. Boah, starker Ball! Komm, komm, Junge! Komm, mach ihn! Mach ihn! Nein! Nein! Oh mein Gott, nächster Versuch! Komm! Ja! Nein! Da war nicht, Nein! Nein! Also, es war gerade die beste Chance des Spiels. Wir haben keine Sitzplätze, weil einfach mehr Tickets verkauft worden sind, als es Plätze gibt. Deswegen müssen wir stehen, aber halb so wild. Das Spiel hat auf jeden Fall Feuer. Pfeiler dazwischen. Aber alles halb so wild. Also Leute, da hinten ist die Nordkurve, der Schalker. Das ist eigentlich auch schon gut laut. Ich schätze mal, es sind so 3000 Leute oder so. Okay, 3000 ist zu viel, sorry. 1000. Ist niemals ein Titel vom Stadion. So Leute, erste Halbzeit ist vorbei, 1-1. Gutes Spiel. Also man hat alles gesehen. Elfmeter, kleinen Fußball, guten Kombinationsfußball. Ja, auch ein bisschen Standfußball, muss man ehrlich sein. Aber so ein Spiel kann man nicht 45 Minuten lang spielen, muss man auch verstehen. Schalke hat aus den wenig Möglichkeiten viel gemacht. 1-1. Dann ja, müssen wir schauen, wie der ganze Schabernack hier weitergeht. Jo, danke. Erstmal nass was. Jo, danke. Wir haben ja auf jeden Fall ein paar grüne Typen gefunden. Wie heißt du? Owen. Und? Was meinst du, wie sieht das Spiel noch aus? 3-1 würde ich sagen. Naja, ich würde auch 3-1. 3-1 für wen? Pauli. Pauli. Wir werden sehen, Leute. Sieht nichts. Und der Ball landet irgendwo da. Pauli Band Savage, sie machen was sie wollen. Schon siebte Ansage. Aber anscheinend sind genug Pyrostein hier.
gesagt. Oh! Unsere Tipico-Meister 3-1, jetzt steht 2-1. Wer schießt das dritte Tor? Hä? Jetzt? Ich sagte, Hartl macht nochmal. Boah. Hattrick. Also wenn er 3 macht, ist die Team of the Week-Karte eigentlich safe. Ja. Oder nicht? Ja, ja. Und durch, komm, schicki, schicki, schicki. Ah. Pauli muss aufpassen, Schalke-Karten nicht abschreiben. Können auf jeden Fall kicken, die Jungs. Gar nicht böse gemeint. Oh, nächste Aktion für Schalke. Oh mein Gott, nein! Ja! Geiler Team. Also Leute, sehr, sehr heißes Spiel, sage ich ehrlich. Das Spiel macht Spaß. Oh mein Gott! So Leute, Schalke hat gewechselt. Ich habe noch mal Schlussoffensive von denen. Knapp eine halbe Stunde zu spielen. Ja, wird gefährlich, wird gefährlich. Nein! Ey, der Hattrick kommt noch! Der Hattrick kommt noch! Junge, Cello, Junge, was ist los bei dir? Oh! Oh! Er ist doch drin, Mann! Haut ihm einer rein! Was macht ihr da, Jungs, Digga? Ja, 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 ehrlich! Also, der Schalke macht Druck. Schalke bitte nun das Unentschieden hier rausholen. Pauli muss aufpassen, der Ball kommt gut rein. Ja, sehr stark. Ich muss zugeben, ich habe lange nicht mehr so ein gutes Spiel gesehen. Also das Spiel ist sehr, sehr interessant. So, Leute, die letzten 5 Minuten reichen an. Regulär. Ich glaube, jetzt wird auf jeden Fall noch mal interessant. Jeder steht auf. Das ganze Stadion steht. Stark, Cello! Oh, guter Ball! Komm, Junge! Oh. Jawoll, Junge! Ganz ruhig, ganz ruhig! Yay! Referee! Leute, letzte Minute regulär! Oh mein Gott! Leute, ihr habt es gehört, 4 Minuten und das Spiel ist heiß. Alles wird gefeiert und nach vorne kommt ein Platz. So, jetzt Pauli nochmal, Harte. Macht er den. Ganz starke Leistung. Dein Trotz ist genutzt einfach. Wow. Also Leute, Marcel Hart heute 2 Tore, 1 Assist. Wenn er keine Team of the Week Karte bekommt, ich fress ein bisschen. No joke. Leute, man muss Pauli Fans einfach lieben. Das 8. Mal Pyro,
8-mal Ansage und das juckt er einfach gar nicht. Geisteskrank. Danke, Leistung. Alright, Leute, das Spiel ist vorbei. Anscheinend machen die Schalke-Fans ein bisschen Radau. Aber it is what it is. Ein Bier auf dich, Harte. Man of the Match. Nur eine Bier. Nur eine meine Bier. So, da haben wir Man of the Match. Marcel. Zu stark heute gespielt, ehrlich. Man kann sagen, was man will, der Mann hat gecarried. 2 Tore, eine Vorlage. Das sieht man nicht immer. Ah, okay, Leute, das Spiel ist vorbei. Wir gehen nach Hause. Leider konnte Marcel nicht mehr kommen. Was ich auch verstehen kann, der arme Bruder. Schießt 2 Tore, Torvorlage, Man of the Match. Schwer, sehr, sehr schwer sowas. Ey!